Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greedy von Gigalabastia, dem kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Und es gibt Neuigkeiten zu der anstehenden Erweiterung Pokémon Karmesin und Purpur, dem allerersten Set, dem Basisset sozusagen, zur aktuellen Generation zu Karmesin und Purpur, den neuen Spielen, die ich ja auch gestreamt habe auf twitch.tv/gigagreedy. Da könnt ihr euch, glaube ich, auch noch die Parts anschauen. Und ich sag mal so viel, es sind sehr, sehr viele Karten in diesem Set drin, das muss man mal ganz klar sagen. Ich glaube, es sind fast 200 Karten in diesem Set. Es gibt jede Menge AR-Karten, also diese neuen Alt-Arts sozusagen, die es ja jetzt doch ein bisschen öfter, glaube ich, auch gibt. Muss aber auch sagen, dass das normale Set richtig, richtig schöne Knaller parat hat. Und die Seite Pokebeach, Grüße gehen raus, die hat sich die Mühe gemacht, alle Karten mal einzuscannen. Und deswegen versuche ich das jetzt hier mal so ein bisschen einzublenden. Kleiner Hinweis natürlich an dieser Stelle, Achtung, Spoilerwarnung, falls ihr noch gar nichts sehen wollt von der neuen Erweiterung, dann am besten doch lieber wegschalten. Ich sage aber auch ein bisschen was zur Art und Weise der Designs, welche seltenen Karten wir mit dabei haben, ob das jetzt gut ist oder eher schlecht, wie, ob es eher mau ist für so einen Start in eine neue Erweiterung. Dazu kommen wir jetzt gleich. Ich zeige euch jetzt trotzdem so einen groben Überblick mal gerade auch die Secret Rares, die ja wirklich bombastisch aussehen. Wir haben ja auch zum Beispiel diese AR-Karten hier, wie ihr sehen könnt, in dieser kleinen Geschichte von Trasler über Kirlia hin zu Gardevoir EX. Ich glaube, die wird auch sehr, sehr wertvoll sein werden, wenn das Set erscheint. Es gibt da auch ein paar andere schöne, wie zum Beispiel das süße Gruff, was ja mal ein neues Pokémon ist. Für mich wirklich ein absolut überragendes Artwork mit sehr, sehr vielen kleinen, schönen Details wie dem Gengar, Nebulak und Schuppet. Die ganzen Geister-Pokémon als Plüschtiere oder selbst hier der Pokéball oder Plüschfiguren, muss man ja sagen. Und dann haben wir zum Beispiel auch eine Neuerung, auf die ich vor allem hier mal eingehen möchte. Das betrifft die EX-Karten, die terrakristallisiert sind. Terrakristallisierung ist ja das krass neue Feature für Karmesin und Purpur. Das heißt, die Pokémon in der Paldea-Region, die bekommen eine Art Kristallpanzer und ändern damit dann ihren Typ. Die haben dann wie so einen kleinen Hut auf dem Kopf und sind dann eben nicht mehr vom Typ Feuer, sondern zum Beispiel vom Typ Wasser. Und genau darauf hat man so ein bisschen spekuliert, dass es vielleicht dann auch mal eine Glurak-EX-Karte gibt, die zum Typ Wasser wird und dadurch nochmal eine ganz andere Dynamik in das Spiel reinbringt. Also eine Mechanik auch, die durchaus Potenzial hat. Jetzt hat sich herausgestellt, in dieser ersten Erweiterung kommt offenbar erstmal nur das bereits bekannte Arcani drin vor und Gyarados. Und Arcani wird weiterhin Typ Feuer bleiben und auch Gyarados bleibt seinem Typ Wasser treu. Und was auch ein bisschen schade ist, die Fähigkeiten bleiben gleich. Beide haben die Fähigkeit, dass wenn sie auf der Bank sind, keinen Schaden nehmen von Angriffen oder Effekten, glaube ich, auch von dem Gegner. Also sind dann auf der Bank so lange geschützt. Das ist ein bisschen schade, da hätte man sicherlich noch viel mehr Potenzial rausholen können, aber natürlich ist das nur eine erste Erweiterung zur Karmesin und Purpur-Reihe, der Auftakt. Das könnte ja auch einfach nur ein kleiner Vorgeschmack sein. Ich bin mir schon sicher, dass sie da definitiv noch mehr mitarbeiten wollen. Im Japanischen ist es ja auch so, dass Karmesin und Purpur getrennt werden. Das sind ja zwei unabhängige Sets voneinander. Es gibt ja auch zwei Displays, die dann daraus resultieren, in denen unterschiedliche Karten veröffentlicht werden. Passen natürlich zur jeweiligen Erweiterung. Gibt ja auch verschiedene Charaktere, die man dann dort trifft. Wie gesagt, ich scroll hier nur mal so ein bisschen durch, wenn ihr euch das genauer anschauen wollt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich persönlich bin von den Artworks sehr angetan. Also ich finde die wirklich gut. Da sind richtig hübsche Karten dabei. Ich kann jetzt mal hier zum Beispiel auf das Bojelin mal kurz draufklicken. Das persönlich mag ich zum Beispiel sehr. Gefällt mir irgendwie der Stil. Aber es gab schon Erweiterungen, das hat einfach nicht so meinen künstlerischen Nerv getroffen, sage ich mal. Ne? Und was mir auch gefällt, ist zum Beispiel, dass bestimmte Pokémon auch in Szene gesetzt werden innerhalb des Spiels. Also wir haben zum Beispiel hier diese Rotom-Karte, möchte ich euch mal zeigen, mit den, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie die Stadt heißt.
in der Nähe. Aber da ist halt der Leuchtturm. Es gibt ja diese großen Türme, die findet ihr eigentlich sehr häufig. Ich glaube, das ist hier der Startturm, wo ihr auch Nemona trefft. Emilia? Wieso habe ich jetzt so den englischen Namen im Kopf? Ist ja wurscht, wisst ihr, wen ich meine. Also die Dame, die euch praktisch auch ein bisschen durch das Spiel hinweg begleitet. Was auf jeden Fall auch auffällt, ist, dass nicht so viele Item-Karten dabei sind und auch keine Spezialenergien. Und da bin ich sehr gespannt darauf, in welche Richtung das Ganze mal gehen soll, ob sie erst mit folgenden Erweiterungen dann wieder langsam implementiert werden ins Spiel und man sich hier erstmal nur auf die einfachen Itemkarten konzentrieren wollte oder ob man die Mechanik dahingehend komplett ein bisschen ändern möchte. Spezialenergien waren ein fester Bestandteil aus der Schwert- und Schild-Ära vor allem. Die hat man im Spiel sehr häufig gesehen. Hier kommen jetzt erstmal nur ganz klassische Items wie der Hyperball, der Beulenhelm ist mit dabei, Forschung des Professors, Sonderbonbon. Ich habe auch schon einen Tausch gesehen. Ein Energietausch ist auch mit dabei. Also alle klassischen, ja, Itemkarten, wie zum Beispiel auch ein Trank oder so, das wird es geben. Aber auch gänzlich neue Items, die es, glaube ich, so noch nicht gab. Zum Beispiel das Defiant Band hier, was ebenfalls von Pokebeach vorgestellt worden ist. Denn wenn man selbst noch mehr Preiskarten übrig hat als der Gegner, dann machen die Angriffe 30 Schaden mehr. Dem gegnerischen aktiven Pokémon gegenüber zumindest. Die neuen Ardua-Karten, die gefallen mir persönlich auf jeden Fall. Ich persönlich mag auch die Idee, Tarundel hier so ein bisschen in dieses offene Bild mal reinzuhängen und dann eine andere Karte zu haben, wo sich Tarundel dann natürlich weiterentwickelt zu Spinsidias. Also das Bild fängt hier praktisch an und endet dann hier unten mit Tarundel und das Sichlor klemmt sich so zwischen beiden Karten hinweg. Also im Ordner kann man dann nicht nach Nummerierung gehen. Ihr seht ja hier 101 von 78 und hier 79 von 78, sondern das muss dann schon oben und unten eingefügt werden, damit es im Ordner auch ein bisschen Sinn hat und gut aussieht. Also sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Wie gesagt, die anderen könnt ihr auch ganz gerne mal abchecken. Mein Favorit neben dem Gruff ist zum Beispiel auch das Riolu, was aussieht, als könnte es selber nicht fassen, dass es gerade die halbe Bude zerlegt hat. Sehr, sehr schöne Artwork. Also da lassen sie sich nicht lumpen. Und für ein Basisset von so einer neuen Generation ist das schon aller Ehren wert, dass man da direkt einen noch oben drauf legen möchte, nachdem ja Alt Arts und Co. in den letzten Schwert- und Schild-Erweiterungen wirklich bei Sammlern mehr als beliebt gewesen sind und immer noch natürlich zu den Favoriten gehören. Oh, ihr Lieben, ich muss hier kurz mal unterbrechen. Ich weiß zwar nicht ganz genau, an welcher Stelle des Videos wir jetzt gerade sind, aber es ist was passiert. Während ich hier aufgenommen habe und das Video eigentlich schon schneiden wollte, die Pokémon Company hat nämlich jetzt tatsächlich Karmesin und Purpur offiziell vorgestellt. Und diese Information möchte ich euch jetzt hier nochmal ein bisschen darlegen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon ein paar Karten davon uns angeguckt haben oder nicht. Jedenfalls, was wissen wir jetzt? Also, Serie Karmesin und Purpur, soweit klar. Erscheinungsdatum 31. März diesen Jahres. Anzahl der Karten über 190. Also es sind wirklich 200 Karten, das kann man definitiv sagen. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Es wird die Terra-Kristall-Pokémon geben, ist klar. Es gibt über 30 Trainerkarten, von denen haben wir, glaube ich, noch nicht alle gesehen. Dann gibt es besondere Illustrationen, das sind wahrscheinlich die AR-Karten. Es wird 10 Pokémon EX-Karten geben, eine neue Version einer alten Spielmechanik. Achso, einfach nur, weil es dann die EX-Pokémon wieder gibt, okay, das ist auch klar. Mehr als 190 Karten habe ich gesagt, ansonsten steht auf der offiziellen Seite noch nicht allzu viel, aber, und das ist auch ziemlich nice, es gibt jetzt Bilder zu den Top-Trainer-Boxen. Es wird zwei geben. Purpur, Karmesin, irgendwo selbsterklärend, nicht wahr? Und ich muss sagen, die sehen schon sehr, sehr nice aus. Ich hoffe, ich kann euch hier das Bild direkt mal einfügen. Also beide Boxen machen optisch einen sehr, sehr coolen Eindruck. Und ich muss auch sagen, dass die Booster mir auch sehr gefallen. Irgendwie hat das Design was. Das sieht schon wieder nach was Neuem, nach was Frischeren aus. Ich mag diese Farbwahl mit diesem Rot und Weiß. Irgendwie gefällt mir das. Und natürlich auch die Starter als Booster-Artwork sehen auch Zucker aus. Das haben wir ja auch schon gekannt, das wussten wir, dass das kommen wird. Aber jetzt nochmal die Booster richtig zu sehen, gefällt mir besonders gut. Was gibt es zu den Top-Trainer-Boxen noch zu sagen? Sie werden etwas üppiger ausfallen, da es ja eine Preiserhöhung gibt. So wird es jetzt, glaube ich, 11 oder 12 Booster geben. Ich habe euch das schon mal in der News gesagt. Ich glaube, es waren nur 11 statt 10 Booster. Ne, warte mal.
Ah, jetzt weiß ich, woher die Verwirrung kam. Es gibt ja noch die Pokémon Center Elite Trainer Box. Und da sind 11 statt 10 drin. In der normalen Top Trainer Box sind ja immer 8 Booster drin. Ich glaube, da sind es jetzt 9. Und es gibt jetzt auf jeden Fall auch Promokarten. Und die Promokarten, Leute, alter Schwede, die füge ich jetzt hier ein. Achtung, Spoilerwarnung. Zack, da haben wir Miraidon. Ein absoluter Traum. Und es gibt aber nicht nur Miraidon, sondern bam, auch noch Koraidon. Und auch das, oh, sieht richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Tolle, tolle Alt-Art-Karten hier als Promo. Also da lassen sie sich nicht lumpen. Der Preis geht natürlich ein bisschen nach oben, aber das scheint sich hier wirklich ein bisschen zu rentieren zumindest. Ansonsten sind auch die Displays vorgestellt worden. Auch da geht der Preis natürlich jetzt nach oben. Der Dollarpreis wird somit um die 161 Euro ausgeschrieben, was natürlich schon sehr knackig ist. Fürs Englische für den englischen Markt gibt es auch wieder dieses Booster-Bundle mit 6 Booster Packs, das gab es schon jetzt seit verlorener Ursprung, das haben wir im Deutschen aber nicht bekommen. Und das sind also jetzt auch hier diese Hauptprodukte, gerade diese Top-Trainer-Boxen, auf die ich mich persönlich sehr, sehr freue. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, die Elite-Trainer-Variante bekommen wir ja wahrscheinlich nicht. Für diejenigen, die sich da irgendwo was kaufen in einem Pokémon-Center in Amerika oder England, die bekommen sogar noch eine gratis Lechonk-Promokarte dazu. Genau, das waren die Infos, die jetzt noch neu dazugekommen sind. Die mussten hier unbedingt mit rein. Und jetzt viel Spaß beim weiteren Verlauf des Videos. Eine weitere Nachricht, zu der ich euch allerdings leider noch kein Bild geben kann, ist auch ein neues Set, das angekündigt worden ist, nämlich eine Pokémon EX-Box. Und das scheint der Nachfolger zu werden zu den Wii-Kollektionen, die wir bereits aus Schwert und Schild kennen. Die sind ja wirklich im regelmäßigen Abstand immer wieder neu erschienen, mit einer Promokarte und einer XL-Variante davon, sowie 4 Boostern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es genau dabei bleiben wird. Ich persönlich gehe jetzt einfach mal davon aus, denn preislich liegen wir hier wieder bei um die 24,99 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Es gibt den einen oder anderen Shop, der bereits diese Box angekündigt hat und zum Vorbestellen bereits anbietet. Teilweise sogar günstiger und soll wohl Anfang März erscheinen. Bin mal sehr gespannt, aber EX, das riecht ja förmlich nach Karmesin und Purpur. Da gehe ich mal davon aus, werden wir 2 Booster aus dem Basisset bekommen und 2 Booster noch aus der Schwert- und Schild-Ära. Ist jetzt nur mal mein clever Guess. Warten wir mal ab. Fazit des Ganzen, für ein Basisset zu so einer neuen Erweiterungsreihe ist es ganz okay. Ich persönlich bin mit den Artworks soweit recht zufrieden. Hätte mir die ein oder andere Full-Art-Karte mal noch gewünscht. Ich habe zum Beispiel noch keine einzige Trainer-Full-Art-Karte gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob da noch was kommt. Ich hoffe es jetzt einfach mal, weil da bin ich ja riesen Fan davon. Wenn das komplett wegfällt, wäre das schon echt schade. Aber das normale Set, das sieht sehr stimmig aus, macht optisch einen guten Eindruck, ist allerdings schon wieder sehr groß, muss ich sagen. Also fast 200 Karten, glaube ich, das ist schon ganz schön heftig. Bin mal sehr gespannt, wie ihr das Ganze einschätzt. Schreibt mir das ganz gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir nachfolgend dann bei den nächsten Erweiterungen auch noch ein bisschen mehr mit der Terra-Kristallisierung spielen. Ich bin jetzt kein großer Fan innerhalb des Games davon, aber das ist auf jeden Fall mal wieder eine Option, um das Trading Card Game auch spielerisch, mechanisch ein bisschen spannender und neu zu gestalten. Schreibt eure Meinung ganz gerne in die Kommentare und ich würde mich natürlich auch freuen über positive Bewertungen, über Abos, falls ihr neu dabei seid, und dann sehen wir uns auch im nächsten Video hoffentlich wieder. Und dann geht's auch wieder ein Opening. Macht es gut und bis dahin. Euer GigaGreevy von Gigalabastia. Ciao, ciao.